Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8, Bericht des Landesschuldenausschusses gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahmeverwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012, die Drucksache 19-4356. Sie haben den Bericht vorliegen. Der Berichterstatter ist der Kollege Banse, aber er verweist auf den schriftlichen Bericht. Davon gehe ich aus. Jawohl. Wir haben uns vereinbart, es gibt keine Aussprache dazu. Dann stelle ich fest, dass der Bericht des Landesschuldenausschusses vom Landtag zur Kenntnis genommen wurde.